Hey, ja, meine Lieben, Bauupdate, 14.11. Also, ich werde jetzt probieren, die zwei Teile da oben festzuspaxen. Und ja, wenn ich das geschafft habe, bin ich für heute ehrlich gesagt schon wieder fertig, weil habe ich einfach keinen Bock mehr. Das reicht mir dann schon heute. Hatschepü, Leute. Das erste Ding hängt oben. Dreh ich mich mal um hier. Also, das fällt ja fast gar nicht so auf. Das könnte man ja fast sogar im Sommer oben hängen lassen, wenn es hochgerollt ist. Bin gerade etwas außer Atem. Und ich kann euch sagen, ich bin fast von der Leiter runtergefallen. So eine Scheiße. Naja, gut. Hol ich das zweite und spack's das auf, zeig's euch und dann lassen wir mal die Dinger nach unten. Ja, dann kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ich werde jetzt Stativ rausholen, Cam aus Stativ stellen. Tja, dann werde ich die Dinger mal runterrollen. Ja, dass man fürs Runter- und Hochrollen eine Leiter braucht, ich glaube, das ist klar, weil solche langen Arme hat dann doch keiner. Zumindest ich nicht. Sieht zwar irgendwie ein klein bisschen schief aus, aber das ist mir jetzt auch egal. Tja, lassen wir es mal runter. Ob das überhaupt so funktioniert. Ja. Das hält schon mal auf einer Seite. Tja, und unten kann ich jetzt zumindest auf der Vorderseite auch noch einen Haken rein machen und für hier vorne, Moment, da steht ja etwas über, da muss ich mir halt dann noch was ausdenken, wie ich das hier festmache. Aber auch da kriege ich auch noch eine Idee. Oh, mal den Besen hier weg tun. So. Jo. Liegt recht gut an. Haha. Ja, da muss ich die Tage noch die Zwischenstücke bauen. Rollen wir es wieder hoch, ob das auch gut funktioniert. Das will ich jetzt auch noch wissen. Ich da alleine auch zurechtkomme. Das ist ja nicht so, dass man das alle 5 Minuten oder jeden Tag hoch und runter rollen wird. Davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Ja, auf der Seite habe ich jetzt mehr gerollt als drüben. Schauen wir mal, ob wir da nachher noch irgendwie den Ausgleich machen können. Ich glaube, das mache ich lieber doch in der Mitte an zum Rollen. Ja, oben ist es wieder. Probiere ich jetzt aber trotzdem noch schnell die andere Seite, ob ich die auch alleine hoch und runter rollen kann. Oh ja, ja, Beleuchtung, Licht hier. Gehen wir hier rüber. Da sehen sie mich besser. Ja. Na, werde ich jetzt die zweite Seite auch noch ausprobieren und wenn es runtergelassen ist, hole ich euch nochmal dazu. Jop, funktioniert ebenso hervorragend. Ja, da hängt die Kette jetzt auch ein bisschen hier unten, na, sieht man's? Moment.
hier hängt die Kette jetzt auch ein bisschen weg. Also eigentlich wollte ich es ja so machen, dass man das hier direkt auch noch einhaken kann. Ja, vielleicht mache ich da ein Zwischenstück hin mit einem Karabinerhaken oder so, dann hängt es hier dran. Als nächstes werde ich dann eben hier von dem Stück da so quer rüber noch eine Leiste mit Folie machen, die dann hier runter geht. Ja, dann von da darüber. Ganz oben wird noch ein Loch frei bleiben, wächst der Luftzirkulation. Und dann eben noch die Seite. Ja, Fenster mache ich auch noch so eine Folie hin. Da werde ich mir aber mit Sicherheit noch was anderes dann holen. Ja, dann wäre das vorläufig eigentlich ganz gut. Also mir gefällt's. Funktioniert, man kann es hochrollen, man kann es hängen lassen. Ha. Schauen wir mal, was so gescheite Planen irgendwann nochmal kosten würden. Vielleicht mache ich ja da wirklich noch was anderes. Nein. Aber jetzt vorläufig dann die Gewächshausfolie. Mein Gott, ist doch wurscht. Man muss jetzt immer das Teuerste haben. Es reicht auch so, was selber gebaut ist. Und vielleicht habe ich ja mit den Videos jetzt Anregungen gegeben, wo jemand nachbauen möchte, nachbauen tut. Ich habe halt jetzt die einfachste Variante genommen. Es ist sicherlich verbesserungswürdig und das darf es auch sein. Genau. Und in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Egal was für eins. Bauupdate, Grillvideo, noch der letzte Tag von der Deutschlandtour oder ach, was weiß ich. Leute, wir sehen uns. Ciao.